Wir haben Freitag, den 13.01.2017, es ist 6:09 Uhr morgens und mein YouTube-Kanal Barna TV hat 315 Abonnenten und 50.600 noch was Klicks, liebe Leute. Ja, ich bin gerade so ein bisschen spazieren gegangen hier im Dark Web und so und wollte mal so gucken, was es so für neue Drogen und Waffen auf dem Markt gibt. Ja, so rein informationsmäßig natürlich so. Und ja, ich weiß nicht, aber es muss Karma sein. Ja, es ist mir so eine Seite hier aufgeploppt, liebe Leute. Ja, es ist unglaublich. Ja, ich gucke. Und ich wusste ja, dass Tanzverbot schon den einen oder anderen Abonnenten hat, ja, aber dass er so ein Star ist, das wusste ich nicht, ja. Weil diese Seite, liebe Leute, die kombiniert tatsächlich die weltbekannten Chuck Norris Sprüche mit Tanzverbot Sprüche, ja, es ist unglaublich. Meiner Meinung nach muss der Verfasser dieser Seite ein Genie sein, ja. Ich habe mich prächtig amüsiert, ja. Und es wäre ein Verbrechen, euch diese Seite vorzuenthalten, liebe Leute. Deswegen lese ich euch jetzt einfach mal ein paar Sprüche von dieser Seite vor, ja. Ist einfach interessant, ja. Ich will auch wissen, was ihr darüber denkt, ja. Also, was ist das Besondere an Chuck Norris? Beide Beine sind gleich lang, besonders das rechte. Was ist das Besondere an Tanzverbot? Beide Eier sind gleich klein, besonders das rechte. Auf die Frage, wie viele Liegestützen Chuck Norris schafft, sagt er alle. Schaut man sich dagegen Tanzverbot an, erübrigt sich die Frage. Chuck Norris kann über seinen eigenen Schatten springen. Tanzverbot muss für sein bald Miete zahlen, so viel Platz wie er schon einnimmt, ja. Chuck Norris hat beim Schwimmen Amerika entdeckt. Tanzverbot ist nicht so weit gekommen, weil Fett schwimmt immer oben. Chuck Norris hat als Kind Priester missbraucht. Chuck Norris hat als Kind nur den Kühlschrank missbraucht. Chuck Norris benutzt keine Anmachsprüche, er sagt einfach jetzt. Tanzverbot dagegen benutzt jeden Anmachspruch, den er kennt. Er sagt dabei auch Worte wie bitte, später geht auch, vielleicht nächsten Monat. Chuck Norris hat Sex mit Nutten. Anschließend müssen sie ihn bezahlen. Tanzverbot hat keinen Sex mit Nutten. Anschließend muss er sie bezahlen. Chuck Norris kann Frauen die Abseitsregel erklären. Tanzverbot nicht, weil welche Frauen? Chuck Norris weiß mit Sicherheit, dass Duplo nicht die längste Praline der Welt ist. Wenn Tanzverbot mit Duplos und Pralinen in einem Raum ist, dann sind diese mit Sicherheit nicht mehr in Sicherheit. Chuck Norris hat bis unendlich gezählt. Zweimal. Währenddessen hat Tanzverbot gefrühstückt. Chuck Norris schläft nicht erwartet. Tanzverbot schläft, wenn erwartet. Chuck Norris hat es mal geschafft, 2 Kilo Steaks in einer Stunde zu essen. In den ersten 45 Minuten hat er allerdings Sex mit der Kellnerin. Tanzverbot ist sogar 4 Kilo Steaks in 10 Minuten. Allerdings wird er nie Sex mit einer Kellnerin haben. Oder Frau. Vor 75 Jahren ist die Welt auf Chuck Norris gekommen. Auch in den nächsten 75 Jahren wird Tanzverbot nicht auf, geschweige denn an oder in oder neben oder in die Nähe einer Frau kommen. Wenn Chuck Norris mit einem Mann schläft, dann nicht deshalb, weil er schwul geworden wäre. Nein, er hatte einfach schon alle Frauen. Und zwar zweimal. Wenn Tanzverbot mit einem Mann schläft, dann nicht deshalb, weil er schwul geworden wäre. Nein, er hat einfach schon von allen Frauen auf der Welt einen Korb bekommen. Und zwar zweimal. Wenn Chuck Norris angeln geht, steht er am Wasser und sagt, du, du und du, rauskommen. Wenn Tanzverbot zu McDonald's geht, sagt er, ich hab Hunger. Du und du, tragen helfen. Chuck Norris läuft Amok. Ohne Waffen. Wenn Tanzverbot Amok läuft, wird niemand verletzt. Trotzdem gibt es Opfer. Ihn selbst. Chuck Norris ist der Einzige, der die Zeit wirklich totschlagen kann. In Anbetracht seiner Fettleibigkeit ist Tanzverbot der Einzige, den die Zeit wirklich totschlagen möchte. Chuck Norris kann chinesisches Essen mit einem Stäbchen essen. Tanzverbot ist nach dem Essen auch das Stäbchen. Wenn Chuck Norris ins Wasser fällt, wird er nicht nass. Das Wasser wird Chuck Norris. Wenn Tanzverbot ins Wasser fällt, werfen dem Tiertrainer so Fischleckerlis zu und der Wal von SeaWorld wird arbeitslos. Chuck Norris bekommt bei Praktika 20% auf alles, auch auf Tiernahrung. Tanzverbot bekommt 100% Rabatt bei McDonald's, wenn er schafft, einen Tag mal nicht zu kommen. Chuck Norris schläft mit einem Kopfkissen unter seiner Waffe. Tanzverbotskopfkissen ist eine Waffe. Es gibt keine Massenvernichtungswaffen im Irak. Chuck Norris wohnt in Oklahoma. Aber mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn der Irak Massenvernichtungswaffen hätte, wenn dafür Tanzverbot in Oklahoma leben würde. Ja? Wenn Chuck Norris Kalorien verbrennen will, zündet der Tanzverbot an. Chuck Norris hat mal eine Party geschmissen. 100 Meter weit. Tanzverbot hat mal auf einer Party geschissen. Im Wohnzimmer. Chuck Norris kann runde Gegenstände wie Bälle umkippen. Tanzverbot ist der Beweis. Chuck Norris macht aus USA USB. Tanzverbot nicht, weil die einzigen drei Buchstaben, die er kennt, sind KFC. Wenn Chuck Norris mit der Straßenbahn schwarz fährt, muss der Kontrolleur 60 Euro zahlen. Wenn der Straßenbahnfahrer Tanzverbot überfahren würde, durch Zufall, so ja, wäre mir das auch 60 Euro wert. Wenn Chuck Norris stirbt, kommt er nicht in den Himmel. Der Himmel kommt zu Chuck Norris. Wenn Tanzverbot stirbt, fällt die McDonald's-Aktion 75%. Chuck Norris macht Liegestützen und Sit-Ups zur gleichen Zeit. Bei Tanzverbot unmöglich. Allein sein Bauch liegt in zwei verschiedenen Zeitzonen. Als Chuck Norris geboren war, schlug er dem Arzt erstmal in die Schnauze. Als Tanzverbot geboren wurde, schlug der Arzt ihm erstmal in die Schnauze. Chuck Norris kann mit einer Lupe Feuer machen.
bei Nacht. Ich habe ihm gerade Tanzverbotsadresse geschickt. Seit Chuck Norris schwimmen kann, ist Ariel nur noch eine Meerfrau. Seit Tanzverbot schwimmen kann, lebt Ariel in einer Hütte in den Bergen. Sie ist im Zeugenschutzprogramm. Chuck Norris wirft eine Granate. 200 Menschen sterben. Dann explodiert die Granate. Tanzverbot ist 200 Big Macs. Er wirft keine Granate. Dann explodiert Tanzverbot. Liebe Leute, ich habe diese Seite extrem gefeiert, ja. Bitte sagt mir, was ihr zu diesen Sprüchen, was ihr davon haltet, ja, und wenn ihr selbst Ideen habt, so wunderbare Sprüche wie diese, also das ist ja phänomenal, ja, wenn ihr auch Ideen habt oder solche Sprüche, postet sie unter dieses Video, kommentiert ja eure Chuck Norris und Tanzverbotssprüche und wenn wir genug zusammenkriegen, machen wir nochmal eine Sendung, ja, das hat mich sehr gut amüsiert, ja, ich hoffe, es hat euch auch so gut unterhalten wie mich, ich wünsche euch allen eine wunderbare gute Nacht, bis auf Tanzverbot, weil so mit Fettleibigkeit ist halt schwer zu atmen, es tut mir leid, in diesem Sinne, ja, den ganzen Rest. Ja, mittlerweile schon einen guten Morgen fast. Ja, ich gehe jetzt mal was frühstücken hier. Haut rein, liebe Leute. Und wie gesagt, schreibt mir eure, wenn ihr so habt, so ihr wisst. Ciao.